Pinsel. Wow! Das war jetzt aber wirklich ein bisschen krass schwer, fand ich. Persönlich. Vielen lieben Dank. Das war nicht super schwer gerade eben. Das echt nicht gesehen, ne? Eine gute Idee. Easy, sagt er da. Easy. Da sagt er mir easy. Also ich finde, das hat schon wieder so Momente, wo ich mir denke so, hä, was soll ich denn machen? Ich soll dich zappeln lassen. Aber die letzte Tonscherbe war wirklich so ein bisschen, Ich würde auch gerne was knabbern, aber dann ist da jeder am Weinen. Oh, man hört nichts mehr, du bist so laut am Knabbern. Und alle wieder am Weinen. Jetzt muss ich irgendwas mal hier mit diesen Tonscherben machen. Aber ich weiß halt einfach nicht was. Hier muss ich definitiv nichts mehr machen. Ich kann auch nichts hier anwählen. Anderson Store. Ich muss die aber auch nur zusammensetzen oder so. Also es schließt sich nicht so ganz, was ich hier machen muss, finde ich zumindest. Ich mache hier immer kurz was zu trinken. Also da komme ich auf jeden Fall nicht weiter, merkwürdigerweise. Da kann ich gar nichts machen. Es muss irgendwas sein, dass es hier ist. Ah, wo? Wozu braucht man denn Tonscherben? Ich muss die ja reparieren, aber mit was ist die große Frage? Das Grab hat sich auch merkwürdigerweise wieder geschlossen. Oh ja, das wäre auch nice. Ich habe auch noch eins dabei. Also ich habe noch eins so ein Radler eher so, weißt du? Ich glaube, das hole ich mir auch gleich mal. Ich weiß halt wirklich nicht, was ich mit diesen Tonscherben machen soll, ne? Ich habe auch keinen Anhaltspunkt. Ich meine, da geht es weiter zur Villa Außen. Ich kann da zwar zur Zipperwerkstatt, aber großartig.
Ich sehe schon hier. Hier sind die Genießer von ganz Deutschland versammelt. Zwei, die kochen können. Drei, die trinken können. Okay, trinken kann jeder. Ich werde hier wahnsinnig. Einmal herzhaft gähnen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also es macht halt keinen Sinn. Ich kann hier in den Keller gehen. Moment. Nee. Es ist nur Keller, 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 Keller. Ja, ich trinke Kinderbier. Lass mich. Malzbier ist auch manchmal cool, also wenn es richtig kühl und schön ist, echt. Spricht der Kenner. Hier ist eine Aktion verfügbar, aber wo denn? Ich meine, wir haben ja noch dieses hier, aber da scheinen ja die Plättchen zu fehlen. Aber hier kann ich nichts. Ich habe da keine Möglichkeit, irgendwie was zu machen. Der Kristall ist es halt auch nicht. Was ich für eine Sorte trinke, oh, muss ich nachgucken. Jetzt muss ich ganz kurz mal einmal kurz aufstehen und das gehen, holen gehen. Ach, ich werde jetzt, ich bin wirklich dumm. Aber manchmal ist ja auch der erste Weg, ne, wenn man so selber sagt, so, ja, ich bin dumm. Und das stimmt auch leider dann in dem Fall, das ist der erste Weg zur Besserung. Ich mache mal ganz kurz auch ein bisschen was zu trinken, eine Sekunde. War ja auch ganz weit weg vom Spiel. Das schmeckt mir nicht so, aber ich muss es jetzt erstmal auftrinken. Aber im Allgemeinen rede ich halt momentan so ein bisschen leiser. Ich kann das ein bisschen leiser stellen. So. War ja noch nie getrunken. Das Spiel ist lauter als du, weil ich immer nicht so rumgröle. So. Sind wieder alle ganz glücklich. Nee, ich war gerade auch tatsächlich ein bisschen weiter weg. Ich lag doch einfach daran. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Ich muss hier so einen Klugheitstrunk trinken. Würdet ihr mir fest verzeihen, wenn wir jetzt mal einen Tipp nehmen? Ich meine, was würde das für ein Tipp sein? Es leuchtet mir halt einfach nicht ein, was ich hier machen muss.
Ich nehme jetzt einfach einen Tipp. Ernsthaft, was ist das denn für ein Tipp? Ernsthaft? Gut, dann wissen wir zumindest schon mal, dass... Ich war doch hier die ganze Zeit. Ernsthaft? Wow. Also ich komme mir so ein bisschen verarscht gerade vor vom Spiel. Also Entschuldigung, aber... Also das finde ich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt wirklich ein bisschen am Meckern mit dem Spiel. Ich meine, ich war ja wirklich die ganze Zeit da. Wow. Es ist mir aber auch nicht aufgefallen. Liter Wasser, wow. Die magische Barriere ist nur schwierig zu durchbrechen. Hoffentlich machen die Gebrüder Fortschritte alleine. Du besitzt dich jetzt den letzten Kristall und kann seine Macht gegen den Puppenspieler einsetzen. Man muss ihn irgendwie anwenden können, um damit die Barriere zu zerstören. Das ist im Übrigen, falls wir das jetzt gleich fertig spielen, dass ich automatisch Stream aus und wir gehen alle nach Hause. Nein, ich habe noch was anderes runtergeladen. Das wird dann nur ein bisschen anders definitiv sein. Also das weiß ich dann gar nicht, wie das wird. Yeah! Also so ein bisschen hier gucken. Okay, ui. Du hast einen Weg durch die Barriere des Puppenspielers gefunden. Finde ihn und besiege ihn. Wir werden unsere Magie darauf verwenden, die Barriere für deine Flucht offen zu halten. Dir steht eine große Aufgabe bevor. Glaube an dich und verzage nicht. Dann kannst du dieses Monster besiegen. Wird sich ja erstmal noch ein bisschen herausstellen zumindest. Oh mein Gott. Eine Kugel fehlt, okay. Ob das wirklich so ein bisschen, das wirklich ein Monster ist oder irgendwelche wieder Beweggründe hat, warum er denn so handelt. Weil in diesen ganzen Sachen war es ja nie wirklich so, dass sie wirklich so grundlos einfach böse waren. War ja nie so. Wow. Jetzt bin ich ein bisschen gehemmt. War zu viel. War zu schnell. Oh, hier ist so eine süße kleine Robbe. Ui, ist sie süß. So ein hässlicher Frosch, wow. Also die mit ihren Löwen immer überall. Ich kann keine Löwen hier erkennen. Löwe, ein Brief. Ist das ein Brief oder ist das? Nein, das ist auch kein Brief. Das ist auf jeden Fall eine Feder. Wollen die diesmal. Nein, diesmal wollen sie keine Feder haben. Ah! Das ist auf jeden Fall der Armreif. Elefant, seid ihr da irgendwo ein Elefanten? Ernsthaft? Brief. Ach, das wird doch nicht der Brief sein. Okay, never mind. Ich hab nie was gesagt. Elefant und eine Münze. Na, Schnucki? Hä? Ja, Aska, die redet immer nicht mit irgendjemandem. Die ist immer sehr still. Außer sie will irgendwas unbedingt. Dann kommt sie an und sagt: Mau, 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 mau.
Also wirklich mal nach diesem Elefanten nachschauen. Ich meine, das sieht auch aus wie eine Münze. Wow. Das war die Münze sogar. Ach, hier ist der Elefant. Eieieiei. Ernsthaft, das war aber doof. Was ist das? Guck mal, ich habe auch hier so ein Löwenauge gekriegt. Ein Puppenbein. Sie wurden durcheinander gebracht. Ich muss ihre Anordnung herausfinden. Okay. Okay. Wir sind dem Ende nahe. Ich weiß es nicht. Die ist magisch versiegelt. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall einen Zettel, würde ich sagen. Muss ich mal kurz umstellen. Und einen Zettel mir holen, den ich unbedingt brauche. Also, oben haben wir den Mann mit dem Magierstab. Daneben haben wir die gekreuzten Schwerter. Dann haben wir den Thron. Dann haben wir den Kelch, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Dann haben wir den Menschen, der über Kopf steht. Dann haben wir den Ritter mit den drei Pfeilen. So, dann haben wir das Pärchen. Und dann haben wir die ganz vielen Kelche. Okay, gut. Das mussten wir ja wissen, damit wir halt dieses andere Dings da lösen können. Ich würde aber trotzdem noch so ein bisschen gucken. Einmal hier so ein bisschen rumgucken. Aber das Spiel hier fehlt etwas. Da fehlt nämlich die Uhr. Aber wir machen erstmal dieses Rätsel. So, das kam nach da. So. So. Achso, ich habe gedacht, oh mein Gott. Ah, doch. Ist aber wahrscheinlich auch magisch versiegelt. Und dem wird wahrscheinlich was fehlen. Ich muss wissen, wie das aussehen soll. Okay, jetzt müssen wir wieder rüber. So komisch. Also ich würde mir das jetzt definitiv auch mal aufmalen. So, so, so und so. Okay, ich habe mir das so ein bisschen aufgemalt. Mal gucken, ob wir das auch ein bisschen so nachstellen können. Warte mal, komm mal her. Achso, ich muss ja nur draufklicken. So war das ja, ne? Ah. Ah, da ist auch die Uhr. Die brauchen wir nämlich jetzt auf der anderen Seite. Oh. Und hier ist die Kugel, die wir auf jeden Fall brauchen. Und schon sind wir eigentlich mit der Villa fertig. Also mit dem unteren Geschoss, würde ich einfach so sagen. Vorzimmer der Villa. Oh mein Gott, hier hat irgendwie ein Kampf stattgefunden, wie mir scheint. Aber ich kann nichts mitnehmen. Was? Wie Würfel. Das ist jetzt hier einfach so ein Wow-Wimmelbild geworden. Nein! Gute Nacht, Drayden. Wie gesagt, ich mache noch ein bisschen weiter. Wenn du magst, kannst du ja irgendwie nachgucken oder so. Dafür ist es ja auch dann da. Ist es noch irgendwo anders oder ist es nur in diesem Raum? Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Es scheint nur wirklich dann da in diesem Raum zu sein. Die Teile sind auf jeden Fall weg.
Hey, aber ich sehe keine mehr, keine Teile. Oder seht ihr irgendwie was? Ich nicht. Ah. Ein einziges Teilchen fehlt mir noch. Ah, schon wieder drauf reingefallen. Eieiei. Also so ein verdrecktes Teil. Ich wette mit euch, das ist so richtig, richtig einfach, dass man es richtig gut sieht und ich bin einfach nur zu doof.